Ja, Frau Langers, freut mich sehr, dass Sie sich für ein Gespräch zur Verfügung stellen. Darf ich Sie mal fragen, was genau ist Ihr Arbeitsgebiet, Ihr Fachgebiet? Ja, ich bin ursprünglich Chemikerin, das heißt, ich war ausgebildet als Chemikerin, habe auch als Universitätsassistentin, als Chemikerin gearbeitet, bevor ich in die Schule gegangen bin, wo ich zunächst im Prinzip auch im Wesentlichen Chemie unterrichtet habe und habe im Rahmen dieses Chemieunterrichts mich mit dem Problem der Rolle der Sprache im Fachunterricht auseinandergesetzt und mich dann in dieser Richtung einerseits professionalisiert und andererseits auch an sehr vielen Projekten mitgearbeitet und bin jetzt eigentlich in der Lehreraus- und Fortbildung tätig, im Wesentlichen eben in diesem Bereich Rolle der Sprache im Fachunterricht. Also dieses Thema sprachsensibler Fachunterricht ist jetzt also ein sehr wichtiges geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Also wird das sehr oft und von vielen verschiedenen Seiten an uns herangetragen. Es geistern jetzt verschiedene Begriffe herum. Darf ich Sie vielleicht zu einer Begriffsklärung befragen? Was ist ein sprachsensibler Fachunterricht? Was ist ein sprachbewusster Fachunterricht? Was sind bildungssprachliche Kompetenzen? Können Sie dazu ein paar Worte sagen? Ja, das ist eine Herausforderung, würde ich sagen, weil diese Begriffe sich großteils überschneiden, überdecken und auch teilweise unscharf eingesetzt werden. Und eine Begriffsklärung eigentlich auf einer anderen Ebene erfolgen müsste, bisher aber nicht wirklich erfolgt ist. Was ist sprachbewusster bzw. sprachsensibler Unterricht? Wir haben in einem Projekt auch vom sprachaufmerksamen Unterricht gesprochen. Wenn man als These voranstellt, jeder Unterricht ist Sprachunterricht, dann bedeutet das zunächst einmal, dass man sich als Lehrkraft auch dieses Umstandes bewusst ist, dass Sprache sozusagen das zentrale Medium des Lernens und Lehrens ist und dass man ohne Sprache nicht unterrichten kann, dass man daher auch sich damit auseinandersetzen muss, wie wird Sprache in dem Fach, das man unterrichtet, gebraucht, welche Voraussetzungen benötigen die Schülerinnen und Schüler und wie kann man selbst als Lehrperson das entsprechend berücksichtigen, wobei ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass man nicht versucht, quasi im Fachunterricht dann immer wieder einmal das Thema Sprache extra zu behandeln, sondern dass es sich tatsächlich um ein integriertes Unterrichten des Faches mit seiner für es typischen Sprache und den sprachlichen Charakteristika im Unterricht vermittelt. Das heißt, es geht also nicht nur darum, die Fachtermini zu erklären und zu vermitteln, sondern es gibt ja dann auch eben sprachliche Strukturen, Verben, die zum Beispiel ganz wichtig sind oder eben Satzverbindungen, die typisch sind, die immer wieder auftreten. Also mir fällt jetzt eben auch gerade ein, weil Sie eben Chemikerin, wenn man jetzt einen Versuch beschreibt, ja, dann brauchen die Schüler auch die Strukturen, die sprachlichen, um so eine ganz genaue Beschreibung eines Vorgangs überhaupt leisten zu können. Und also Sie würden schon sagen, dass die Verantwortung, diese Strukturen zu vermitteln an die Schüler beim Fachlehrer liegt und nicht nur, sage ich mal in Klammer, bei den Deutschlehrenden. Ich würde sagen, es kann gar nicht, letztlich nicht bei den Deutschlehrern liegen. Es ist natürlich für die Fachlehrer wichtig zu wissen, dass sie bei den Deutschlehrkräften eine entsprechende Unterstützung haben, wenn es um die Erarbeitung fachspezifischer Textsorten geht. Aber man kann vom Deutschlehrer, der nicht dieses spezielle Fach, um das es da geht, unterrichtet, nicht verlangen, dass er dieses Textsortenwissen aufbauen kann, weil ihm ja die Themen und das thematische Wissen dazu im Allgemeinen fehlen wird. Und man dann sozusagen irgendwie eine Art Trockenschwimmkurs machen müsste und man weiß, dass sowas nicht gut funktioniert. Das heißt, ich denke sehr wohl, dass es die Aufgabe der Fachlehrkräfte ist, auch beispielsweise die von Ihnen angesprochenen fachsprachlichen Charakteristika und die fachtypischen Textsorten im Unterricht zu vermitteln. Insbesondere im Hinblick auf die
geforderten Kompetenzen in Richtung neue Reifeprüfung vorwissenschaftliche Arbeit. Das macht das nötig. Orten Sie da viel Verständnis auf Seiten der Fachlehrer für dieses Anliegen oder gibt es da Widerstände? Also auf Seiten der Fachlehrkräfte ist wohl zu bemerken, dass das Problem zunehmend bewusster wird. Das heißt, es ist heute nicht so, dass man so pauschal sagt, Schülerinnen und Schüler kennen sich mit nichts aus und werden immer schlechter, sondern man nagelt es schon gewissermaßen fest. Das heißt, man kann das darauf zurückführen, dass da sprachliche Probleme sind, aber das Wissen darum, dass man selbst die Aufgabe hat, die entsprechenden sprachlichen Kompetenzen im Unterricht zu vermitteln, fehlt weitgehend. Und nicht nur das Wissen darum, dass man die Aufgabe hat, sondern vor allem natürlich auch die entsprechenden Fähigkeiten und Hilfsmittel, um dieses Wissen und diese Kompetenzen zu vermitteln. Das wird nicht gelehrt in der Ausbildung und die entsprechenden Fortbildungen dann sind sie da, sie dann zu finden, das ist auch nicht ganz einfach. Also das erfordert ja ein ganz spezielles methodisches Know-how, dass ich eben weiß, wie ich sprachliche Strukturen aufbauen kann und vermitteln kann. Das heißt, das fehlt Ihrer Meinung nach in der Ausbildung der Fachlehrenden? Sicherlich, ganz sicherlich. Also meiner Meinung nach gehört das Thema doch durchaus zentral in die gesamte Lehrerinnenausbildung. In Deutschland ist das an vielen Universitäten mittlerweile schon auch der Fall. Und natürlich sollte es in der Fortbildung auch so verankert sein, dass es, wenn schon nicht von den Fachlehrkräften selbst, so doch auch von den Schulleiterinnen und Leitern wahrgenommen wird, damit sie die Leute gezielt dorthin schicken können und an der Schule vielleicht auch Multiplikatorinnen zu dieser Thematik im Einsatz sein können. Ja, haben Sie das Gefühl, es gibt in Österreich jetzt wirklich auch schon das Personal, sage ich, das Lehrerfortbildung in großem Stil zu dem Thema machen kann oder sind wir da auch eher am Anfang? Naja, also jetzt flächendeckend für Österreich würde ich mich das nicht zu sagen getrauen. Ich denke, dass es mittlerweile sowohl an manchen Universitäten als auch an den pädagogischen Hochschulen zahlreiche Damen und Herren gibt, die einiges zur Thematik zu sagen haben. Was mir zu fehlen scheint, ist eine Bündelung und Vernetzung dieser Kräfte, um da auch eine Synergie zu erzeugen. Also es sind viele Parallelaktionen, von denen man sich wünschen würde, dass sie besser aufeinander abgestimmt wären. Wenn ich es jetzt noch einmal inhaltlich befragen darf, also wenn ich jetzt komme als Fachlehrerin für, ich nehme jetzt wieder Chemie oder Physik oder so, und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, mich da schon entsprechend fortzubilden. Gibt es vielleicht ein, zwei, drei Tipps, die Sie mir geben können, wo Sie sagen, das wäre das Wichtigste, schauen Sie mal zuerst darauf. Gibt es da etwas, was Sie so einem, was Sie einem da weitergeben könnten? Naja, ich würde sagen, der allererste Tipp müsste der sein, mach dir einmal bewusst, welche Sprache in deinem Unterricht zum Tragen kommt. Mach dir bewusst, welche Anteile an den Sprachhandlungen du hast und welche die Schülerinnen und Schüler haben und welche Anforderungen und Voraussetzungen dahinter stehen. Das heißt, das Erste und Wichtigste ist ist die Schaffung eines Bewusstseins. Und dann natürlich gibt es vielleicht, also wenn ich da jetzt nur eine Einstiegsdroge nenne, dann würde ich sagen, wenn man jetzt gerade die naturwissenschaftlichen Fächer anspricht, dann sind wahrscheinlich die Arbeiten von Josef Leisen einem recht breiten Kreis von Personen mittlerweile bekannt und dieses sein neues, mehr oder weniger neues, ist inzwischen auch schon einige Jahre alt, Handbuch Sprachförderung im Fach, das liefert einmal auf mehreren Ebenen so eine Art erste Auseinandersetzung
mit dem Thema. Und ja, ich glaube, das ist auch, das wird auch im Fortbildungsbereich immer wieder angesprochen. Und auch Herr Leisen selbst kommt ja immer wieder nach Österreich. Mhm. Nicht, dass ich sage, dass das jetzt das allererste oder wichtigste oder beste ist, aber es ist gerade für Lehrkräfte, die sehr stark im Fach orientiert sind, sehr stimmig, was da präsentiert und vermittelt wird. Mhm. Und jetzt für den Unterricht ist zum Beispiel, also Sie sagen, und sicher zu Recht, also man muss einmal bei einer Bewusstseinsbildung beginnen und man muss sich dann wahrscheinlich wirklich auch selbst fortbilden und die eigenen Materialien wahrscheinlich auch überprüfen. Ist zum Beispiel, wenn ich jetzt so nachdenke, ist zum Beispiel Visualisierungshilfen zu geben eine gute Strategie? Mit Sicherheit. Also das Erste, was ja hilfreich ist, ist das, die Änderung des Lehrerverhaltens. Das beginnt schon damit, dass man eben anders spricht, vielleicht langsamer spricht, vielleicht stärker moduliert, auch die Körpersprache einsetzt und natürlich auch alle Möglichkeiten von Advanced Organizers über sonstige Visualisierungen zum Einsatz bringt. Das ist sicher schon ein erster und guter Schritt. Mhm. Und vielleicht, was ich noch einmal auf das Vorherige zurückzukommen, was natürlich auf der Schulebene wünschenswert und wichtig wäre, ist, dass das Ganze in der schulinternen Lehrerinnenfortbildung Fuß fasst, weil man da natürlich am ehesten die Möglichkeit hat auch und auch die Sicherheit hat, dass man jetzt mit seinen eigenen persönlichen Fragestellungen gehört wird und Ratschläge bekommen kann von den Referentinnen. Wie wichtig sehen Sie in dem Zusammenhang eine Kooperation zwischen Fachlehrerinnen und Sprachlehrerinnen? Wäre das auch eine Strategie auf der Schulebene, sich da gegenseitig zu unterstützen? Absolut, absolut. Das ist, also das, wovon man wegkommen sollte, ist, dass man dann vielleicht in manchen Fachjournalen liest, der Deutschunterricht wird immer schlechter, weil die Kinder verstehen unseren Fachunterricht nicht und das liegt so quasi an den Deutschlehrkräften, sondern es sollte eher so sein, man hilft sich ja gegenseitig, denn Fachtexte oder Textsorten, die mit fachlichen Inhalten im Zusammenhang stehen, und sei es auch nur ein Leserbrief, die fassen ja auch im Sprachunterricht immer mehr Fuß oder sind wichtiger auch für die Prüfungsformate. Und für die Sprachlehrkräfte ist es ja auch ganz wichtig, authentische Themen zu haben. Wenn die an einer Thematik arbeiten können, mit der die Schülerinnen und Schüler in ihrem Fachunterricht gerade beschäftigt sind, dann ist das sozusagen für beide Teile hilfreich. Also eine Win-Win-Situation. Das ist ganz genau eine Win-Win-Situation, ja.